Fass mal zusammen, Ray. Womit können wir diese billige Süßspeise aufhalten? Ray, wolltest du heute nicht die Installation des Supersperrers beenden? Der Supersperrer? Hört sich ungetestet, riskant und spannend an. Ich bin dabei. Funktioniert er? Gegen die Untergebenen eines Gottes? Das war nie geplant. Aber theoretisch könnte es gehen. Aber eine Muon-Falle dieses Ausmaßes wurde nie benutzt oder gar ausprobiert. Und seit wann hält es Leute auf, die es nicht besser wissen? Ja, Mann. Sind wir das Gesundheitsamt? Wir müssen uns erst einen Weg durch dieses Chaos bahnen. Und damit willkommen zurück zu Ghostbusters. Oha! Boom! Mach mich nicht so blöd. Bewegung! Seine Überreste werden animiert! Oha! Oh, Himmel hilf! Der Marshmallow-Mann tötet diese Mini-Mieslinge irgendwie aus sich selbst aus. Tja, das ist echte paranormale Physiologie. Immer etwas, bei dem sich einem der Magen umdreht. Nervige kleine Biester! Dabei sehen sie so verdammt lecker aus. Ja. Lass mich in Ruhe! Schleim bekommen. Ist gespritzt worden. Hehe. Hey, hier kommt noch mehr Ärger! Wow! Alter! Mehrere Klasse 5 VBNs im Anflug! Ray, bereite die Muon-Falle vor. Aktiviere die Muon-Falle. Ah ja, mein Lieblingslied. Muon-Falle aktiviert. Und weiter. Ach so. Ich sagte und sage immer noch. Oh, oh. Ja. Okay. Hilfe! Halt schön drauf! Okay. Au! Ah, da ist er! Das war ein Au! Da! Ich krieg ihn nicht! Ah, Mann. Pass auf! Über dir! Wow! Versuch's nochmal! Oh ja, ich mag den Supersperrer. Wirf alle Geister, die du fängst, auf den Sperrer. Deine tragbare Einheit kannst du vergessen. Lebendig wart ihr schon unheimlich, aber jetzt? Und... Oh je! Große Seifenknappheit im Jenseits, hä? Gebt ihnen kein Kleingeld, damit ermutigt ihr sie nur. Bankman, wir müssen uns mal über Toleranz unterhalten. Genau. Vorsicht, Schwarm, bitte. Ray, kannst du den Wagen mal kurz anhalten? Nein, nicht, wenn wir unseren alten Freund einholen wollen. Los, Reiter! Bevor ich es vergesse, danke, dass die ersten paar so gut ankam bei euch. Wirklich, es ist ein tolles Spiel, macht echt Freude. Habe ich es zu früh gesagt? Ich entdecke etwas Bedeutendes. Hinter uns. Was ist das denn? Höre ich der Flügel?
Klasse 6. Kinetische Kühlung. Mehrere Kontakte. Ergreif ihn und erledige ihn, Zug! Na, warte! Da kommen sie! Das waren sie! Mist! Geister und Gargoyles. Hey, das war ein Spiel. Ghosts and Gargoyles. Haben wir gespielt, als ich im Seminar war. Geister und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Hast du deinen achtseitigen Würfel dabei? Rubik's Würfel. Mein die wohl. Pass auf, über dir! Autsch. Ich hab ihn erwischt! Hat das gesessen oder nicht? Verdammte Hacke! Ja, Hacke, genau. Perfekt! Alter, wie viel kommen da noch? Mann! Ich bin erledigt! Helft euch! Helft euch! Oh! Ja. Oh! Oh. Kopf hoch! So wird das gemacht. Genau! Verdammte Hacke! Und jetzt reinholen. Das fühlt sich viel besser an. Jo! Ich hoffe, ihr hört mich gut genug und sonst... Was sollen wir tun? Zu viel von dem Zeug, um es schnell zu vaporisieren. Verdammt, wo wir endlich ein bisschen Tempo hatten. Und ich dachte, der Weg durch Manhattan könnte nicht schwieriger werden. Ideen? Also da kommen wir jetzt definitiv nicht durch. Hey, kurz durch die Gasse ab. Vielleicht können wir Marshmallow abdrängen. Wir müssen einen Weg um dieses Chaos finden. Also entweder du oder... Egan? Ray? Oder Winston. Ich habe allmählich genug von dieser Marshmallow-Parade. Mal sehen, ob wir eine Abkürzung finden. Einverstanden? Also wie gesagt, Entschuldigung, wenn ihr mich nicht so hört, aber vielleicht auch nicht so schlimm. Nein, ist ein spielbarer Film. Und so sieht es auch aus. Und so hört es sich auch an, oder? Ich find's genial. Ich hoffe, ihr habt denselben Spaß dran wie ich. Ja. Ach so. Gespenstisch und frühlingsfrisch. Okay. Tanz der Waschmaschinen. Du machst Scherze. Besessene Waschmaschinen? Sie machen uns ja Platz, das will man mehr. Eine Aktivität. Gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Gut, so früh gesagt. Okay. Weiter geht's. Mutti, ich hab Angst. Was ist denn das? Ein Ballonautomat? Ah, nee. Das ist ein Ballon. Ja. Nein, Seife. Ist noch besser. Das sieht nach unserer Chance aus. Der jo. Tankzug verliert überall Benzin. Das ist eine echte Gefahr, Mann. Ich wollte sie erst testen, aber da wir diese Sicherheitsvorkehrung eh überspringen, solltet ihr wissen, dass ich den Neutronenwerfer modifiziert habe, der normalerweise den Partikelstrom freisetzt. Wow, das ist ja wie vorverlegte Weihnachten. Vorverlegt? Weihnachten war in diesem Jahr noch vor Halloween.
Der Weihnachtsmann kam als Dracula zu mir nach Haus. Busse und Pfeile dürften hier richtig sein. Ihr Jungs solltet vielleicht zurückbleiben. Wie weit zurück genau? Zurück. Weit zurück. Hab ich noch Augenbrauen? Wie immer, wie immer. Ich sagte weit zurück. Okay. Gut gemacht. Feine Sache, Kumpel. Danke. Ja, brennbares Benzin. Wer hätte je daran gedacht? Ich nicht. Igen, nochmal zum Supersperrer. Der Hund hat das Memo gefressen. Das ist ein Prototyp, Peter. Erinnerst du dich an dein Memo, dass du zu viele Memos über Prototypen bekommst? Ja, ich habe das Memo geschrieben. Wir haben einen hocherweiterbaren Schnellrotations-Multigeist-Absorbierer angebracht. Schneller und größer als portable Einheiten. Ist das gefährlich? Reicht das Ding aus, um den Kerl zu rösten? Okay, okay. Potenziell möglich. Aber unsere Begegnungen mit interdimensionalen Gottheiten waren bisher normal. Das wird uns Matt. Gut. Was haben wir hier? Minions, bevor sie cool waren. Nein, Smileys. Und hier? Ja, geh hin, Tony. Für so einen großen Kerl ist er verdammt leichtfüßig. Dem sollte man ein Glöckchen umhängen. Jo, eine Kuhglocke. Da vorne wartet was auf uns, da oder? Da braucht jemand einen Geisterjäger. Ich glaube, hier wartet was auf uns. Kommt ihr? Hindenburg, die Oper? Wurde die Show nicht abgesetzt, als die Bühne Feuer fing und die Besetzung das Zeitliche segnete? Ich hab die Kritiken gelesen. Ach, du liebe Menschheit. Ich musste das sagen. Das stimmt. Skrupellose Produzenten. Die haben letzte Woche wieder eröffnet. Hier prasselt es. An diesem Ort muss irgendetwas wirklich übel sein. Mach einen vollständigen Scan. Gute Idee. Wir sollten uns vermutlich mal umsehen. Das heißt wohl, wir sind hier nicht allein. Yep. Das sind ungewöhnliche Flussmuster. Stopp, warte! Nicht anfassen! Dachte ich mir doch. Schwarzer Schleim. Schwarzer Schleim ist eine gefährliche Form von Ektoplasma. Giftig für Körper und Seele. Sehr gefährlich. Egon und ich haben noch keine Kleidung oder Stiefel entwickelt, die gegen die negativen psychokinetischen Effekte dieses Zeugs schützen. Also Vorsicht! Mit anderen Worten, die Flecken gehen niemals raus! Hey! Pass ja auf! Eine fette Mutter, du! Eine fette Mutter! Meine teuerste? Teuerste? Pass auf! Die dicke Dame singt! Das ist das Schlimmste an mir, oder? Wie eine Opernsängerin, und zwar eine richtig dicke. Peter, kümmere dich doch mal um sie. Was soll das heißen? Dass ich dicke Frauen mag? Ich gehe ein einziges Mal mit einem völligen Mädchen aus. Bei einem Blind Date. Und ihr Typen fangt immer wieder davon an. Irgendwie nutzt sie wohl Portale. Hey! Über dir! Auch schon gemerkt, danke. Hinter dir! Okay, ich hab ihn im Griff. Ah. Ich hab mich schon vorher mies gefühlt. Ganz schön viele. Was immer. Ich hab jetzt gerade keine Zeit für dich. Noch mehr von denen. Passt schon.
da rechts! Fies! Au! Oh ja. Das hat wehgetan! Jo. Hey! Mach einen vollständigen Scan. Pass auf, über dir! Ganz schön viele, was auch immer die sind. Okay, immer mit der Ruhe. Danke. Deck und suchen! Halt ihn jetzt fest! Gib's ihm! Teuer ist der? Hier lang. Es gibt einen blauen Fleck. Ein Fang nach Leerbuch. Oh. Oh, toll! Eine ganze Armee von denen! Eine weniger. Scan es. Hey, hier drüben. Ein bisschen Hilfe. Ja, Hilfe. Das war nicht nett. Kaboom, Loser. Genau. Genau. Wir haben der Menschheit einen Gefallen getan. Hindenburg ist eine furchtbare Show. So. Times Square, posturbane Erneuerung. Alles glänzend und sauber. Ich liebe es. Sag mal, ist er das? Er ist schwer zu übersehen. Wie dicht müssen wir ran, damit die große Falle ihn erwischt? Sehr viel näher als das. Was hat er jetzt wieder vor? Er sucht etwas. Sucht er nach etwas oder nach jemandem? Tja, das ist die Frage. Wie Sie hinter mir sehen, herrscht absolutes Chaos auf den Straßen. Die Behörden unternehmen alles, um eine Panik zu verhindern. Hier draußen regiert der reine Wahnsinn. Der allseits beliebte Marshmallow-Mann, Star der beliebten Kinderfernsehsendung, läuft Amok. Das ist nicht der Marshmallow-Mann, den wir alle lieben. Glücklicherweise sind die Geisterjäger hier, um die Normalität wiederherzustellen. Jo. Er ist beschädigt. Ich muss ihn reparieren, sonst haben wir keine Chance. Wir müssen von hier nach dort und sicherstellen, dass der große Typ nicht bekommt, wonach er sucht. Gute Strategie, aber gefährlich. Da ist viel offenes Gebiet zu überqueren. Alles klar, Kumpel. Jetzt heißt es du und ich. Ab über den Times Square und in das Gebäude, das den Marshmallow-Mann so interessiert. Ihr Jungs haltet ihn uns vom Leib, wenn ihr euch das zutraut. Er weiß, dass du da bist, Ray. Es scheint ihm nicht zu gefallen. Ja, er hat uns entdeckt. Los, weiter. Wie? Halt dich von den Füßen fern. Er stampft dich sonst platt. Okay. Deck ihn mit Bosonenpfeilen ein. Autsch. Nett. Der Bosonenpfeil hat es ihm echt besorgt. Mal sehen, ob er einen Nachschlag will. Nachschlag, kapiert? Ich kann auch schlagfertig sein. Jo. Da kommt er! Ausweichmanöver! Bleib dicht bei mir und so weit weg von ihm, wie du kannst. Jo, das mach ich. Bankman, du musst ihn ablenken. Bankman, muss
Mach ihn mit deinem Bosonpfeilen weich! Bin dabei! Mach ihn mit deinem Bosonpfeilen weich! So viele blöde Hunde sind hier. Ich mag ja Hunde, aber die... Bleib in Bewegung! Komm hin, schnell! Lock ihn nach hier drüben! Schneller! Mach ihn mit deinen Bosonpfeilen weich! Ja, dabei! Feuerspeiende! Triff ihn mit Bosonpfeilen! Feuerspeiende Marshmallow-Hunde, wer hat das schon mal gesehen? Die jetzt auch, oder? Mann, der ist echt sauer. Da geht's rein, Hals und Türbruch. Bleib hinter mir. Alles okay, Geisterjäger. Nur ein Klasse 5 Gedankenformdurchriss. Die Profis sind vor Ort. Begeben Sie sich ruhig zu den Ausgängen. Keine plötzlichen Bewegungen. Was zur... Schon da. Schon sind sie weg. Oh oh, er hat in den unteren Stockwerken nicht gefunden, was er sucht. Na los! Wir müssen in die oberen Stockwerke. Gut, und das geht zum nächsten Part. Also wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Bis dann. Tschüss!